Okay, oh, wow, und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene. Warum sind wir auf der rechten Seite? Nee, hä? Was ich bin nicht auf der rechten Seite. Ich bin links. Kann ich bauen? Ja, okay, ich kann bauen. Komplett verwirrt. Willkommen erstmal. Wir sind mit Steffen am Start in einem 2 gegen 1 im Koop-Modus. Deswegen auch die unnormale Verwirrung. Wir spielen gegen Finn auf der rechten Seite, einen richtig guten deutschen Spieler. Einer der besten, würde ich fast behaupten. Und ja, ich hole mir direkt mal einen Sniper, um ihn irgendwie auf den Sack zu gehen, I guess. Es wird eine Koop-Runde. Haben wir schon mal gespielt. War das auf meinem Kanal oder auf deinem Kanal? Das ja, auf meinem gab es auf jeden Fall mal eine Runde 2 gegen 1 gegen Finn gegen auf der Map Hilford. Hilford war das, yes. Yes. So. Sniperi ist am Start. Ich weiß nicht, ob der nicht den Kopf verlieren könnte. Bin ich mir nicht ganz sicher. Oh ja, wir sollten uns auf jeden Fall auch am Anfang Runde verbinden. Da sehe ich uns schon. Große Boxen? Ich würde so machen. Okay. Oh, machen wir es jetzt schon oder warten wir auf Tier 2? Also I'm Observer probably glitched. nein. You can learn now. Das ist kein Glitch. Ich gehe den direkt am Anfang auf den Sack. Ne? Schön Minen nerven und die Strebe. Ich attackiere die. Attackieren. Steffen. Kostet ja nichts. Ich möchte gerne den Chat stumm schalten. Wolltest du dich nicht runter verbinden? Dann warte, dann bauen wir erstmal die Tech. Ja, mach dir 2 Tech. Er holt sich jetzt eine Armory. Pass mal auf, dass du gleich aufs Türchen schießen kannst. Ich weiß nicht, ob er einen Gunner abgebaut hat, aber... Ja. Ich platziere jetzt hier... Ich gehe dem richtig auf die Eier. Ich sag's, wie es ist. Der muss schon eine neue Strebe Holz bauen. Da kommt jetzt ein Sniper. Sniper, auf den kannst du schießen? Nee, kann ich leider nicht. Okay, er hat's gesellt. Boah. Schmerzhaft. Okay, Sniper mal nicht direkt verlieren hier am Anfang. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, T2 ist da. Okay, wir gehen. Haben wir schon Sandsack platziert? Weiß nicht, jetzt auf jeden Fall. Der schießt, der hat sich eingeimt. Hab ihn. Easy going. Da, offene Tür. Ah, ein Stück zu hoch. So, bin eingeimt. Der wird schwer zu treffen. Ah, Sniper wieder abgeräumt. Easy. Sehr schön. Die Minen sind noch eine Mine? Auch ja. Gewesen, ne? Genau, ja. Oh, der letzte. Na komm, schieß mit deinem Sniper. Do it. Er geht Fabrik. Haha, wenn du nun. Ah, tiefer. Oh Gott, Sniper Gameplay. Holy shit. Genau, sag mal hier für Cannonboxen. Sehr schön. Oh, 3 Minen disabled. Let's go. Hintergrundholz vor der Hülle, hat das einen Grund? Ne, es ging am Anfang darum, dass er nicht sieht, von wo die EMP kommt, ist aber eigentlich hinfällig. Achtung, ich schieß. Jo. Lol. Die ist irgendwie vom Weg abgekommen. Schönes Ding. Oh, da ist noch ein Sniper am Start jetzt. Baust du die Cannon? Dann baue ich erstmal Verteidigung und so. Ja, baue mal Verteidigung gegen EMP. EMP würde ich gleich raussnipen. Okay. Dafür brauchen wir erst Sniper Control. Baue erstmal die Cannon. Sandsack? Kann ich nicht, kann mir Energie. So. Bin jetzt eingamed auf die EMP, glaube ich. Plasma, der hat schon Plasma. Ja, da unten aber irgendwo reingeplaced, oder? Ja, da unten, okay. Also wenn wir jetzt einen Kreis hier hätten.
kritisch. Soll ich mal Werkstatt gönnen? Ne? Noch eine Canon hinterher? Würde ich sagen. Spuren. Das war frech. Das geht leider nicht, schade. Das ist Dorf. Wir brauchen gleich Verteidigung, ne? Soll ich Sandsäcke einziehen? Ja. Aktive Fähigkeit, let's go. Okay. Da sitzt die EMP, da ein Sniper, da der Plasma, ansonsten hat er nichts vom Chor bisher. Aber gleich halt. Boah, das ist viel zu intens, ne? Bin ich early. Ist das nicht gut? Gut, dass er den Slot gewählt hat. Direkt mal Metall geklaut. Einmal hat der Plasma Schaden bekommen. Okay. Also der muss reparieren auf jeden Fall. Ich baue gleich nochmal noch ein bisschen Stability Tech. Wird hier nämlich ganz schön schwer, der ganze Lachs. Ah, das ist nicht die geilste Stability Tech, aber. Let's see. Ah, das sieht gut aus. Wir floaten. Okay. Prepare mein Howie Slot. Mhm. Das ist nice. Ich mache ein bisschen Stahl vor die Base. Take it. So, was brauchen wir? Wir haben auch noch ein bisschen mehr Strom. Gott, weg damit jetzt. Schönes Ding. Ah, Mist, ich muss die Tiny Door da oben, glaube ich, nochmal neu ziehen. Ich glaube, die ist nicht perfekt. Gut. Ich ziehe da unten vor dem Minenmann Schild an. Ich glaube, das wird sonst. Ich glaube, das müsste jetzt funktionieren, theoretisch. Ich glaube, da kommt ein zweiter Plasmalaser. Mhm, kommt auf jeden Fall. Ja, kritisch. Ja,
Spiel macht mich manchmal, mach mich manchmal einfach fertig, Steffen. Macht mich manchmal einfach fertig. So. No. Let's try. Ich spare jetzt einfach mal auf Howie, würde ich sagen. Bist du bereit für einen Sandsack? Ja. Oh, uns fehlt noch ein Metalllager. Fuck. Dann ziehe ich noch direkt eine Batterie, sonst hätten wir auch nicht genug Energie für einen Sandsack hinterher. Das ist jetzt relativ ungünstig hier alles. Okay, sparen. Ich gebe uns noch einen Kanonschuss. So, aktive Fähigkeit. Howie, Sandsack, bist du ready? Okay, ah, wir wurden gerade beklaut. Aber gleich. Ich warte ein bisschen. Kann ich. Der 3 Plasmas. Oh oh. Ich bin bereit. Schön. Gut, er hat aktive Fähigkeit, er wird es gerade eh sehen. Ein Feuerlaser, 3 Plasma. Boah, schade, aber schön geaimt von uns beiden. Wir müssen die Kanone verteidigen. 3 Plasmas sind zu viel. Ja. So viel Stahl haben wir da nicht. Tschu. Da passt ein Schild rein, das ist ja egal. Wow, warum ist sie einfach offen? Ja. Okay, interesting. Da sollten wir dann auch noch eine. Nein! Ah, fuck, da soll ich gleich. Wir brauchen Upgrades hinter. Ich würde die Werkstatt verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Die Fabrik. So, Oberrassniper von ihm ist raus. Wir floaten gleich, was machen wir? Cannon? Ja. Wir brauchen viel mehr Türen von dem ganzen Gedöns. Hovitz hat auch viel zu wenig Türen. Kannst du Sandsäcke platzieren? Gleich. Was meinst du damit? Ist gut. Auf den Belt. Sind zu groß. Wir brauchen ein Upgrade-Fabrik. Horwitz ist ready, aber wir haben zu wenig Türen vor dem Horwitz. Genau, wir müssen das mit Schilden spielen. Ah, schade, er hat die Sandsack entfernt, die Kreisig entfernt. Wir müssen irgendwie mehr Sniper ins Game bringen und dann versuchen. Er hat sehr kleine Türen, ne? Ja, das stimmt allerdings. Können wir mit dem Howitzer nicht irgendwie über einen Schild schießen? Weißt du, was ich meine? Über einen Schild? Oh oh. Oh, er hat veraimt, aber das ist gefährlich. Aber jetzt können wir den Howie schießen. Das war Core-Damage. Wir brauchen immer noch ein Upgrade-Center, ich baue eins. Jetzt auf die Plasma-Laser-Aim. Überall Sandsäcke. Okay, wir müssen jetzt wieder warten, bis er reagiert, bis er handelt. Ah, du hast nicht getroffen. Ja, ich dachte, es wäre der andere. Ich hab getroffen. Sehr schön. Sehr schön. Nein! Oh, nein! Was? Oh, Mann. Da war das krasse Sniper-Gameplay am Start. Und was da passiert?
Da hätten wir auch ein Schild im Baum, ist ein Scheiße. Hat der hier reingetroffen, perfekt, oder was? Ah, zu wenig Defense, ja, man sieht's. Oh, da waren wir eigentlich gut dabei jetzt. Da hatte ich doch noch Stahl eingezogen. Aber es war zu spät. Ist nicht mehr fertig geworden. Fuck. Ah, oh, scheiße. Dann hat's... Leute. Oh, Mann. Bisschen Replay? Ja. Guck dir mal die Sniper-Schüsse an. Durch was für eine Türgröße der noch durchgegangen ist, der Sniper. Okay, erster Hit. Sehr schön. Höh, was? Crazy, ne? Oh, scheiße, ey. Wir waren so gut dabei. Fuck. Das war Turning Point eigentlich. Oh. GG. Alter, drei Plasmas. Das das war so Killer. Ich glaube, wir hätten mehr Schaden adden müssen. Wir hätten auch zwei Kanonen, weil damit hätten wir die Türen halt kaputt gekriegt von den Plasmen. Und weil der hat nur drei. Ja. Aber GG an Finn, GG. Junge. Es ist einfach ein Biest. In diesem Sinne, Leute. Ich hoffe, die Kurbrunde hat euch heute gefallen. Schaut auf jeden Fall mal bei Steffen vorbei. Nehmen wir bei dir auch noch eine Kurbrunde auf. Können wir machen, ja. Ja, schauen wir mal. Ja, müsst ihr bei ihm halt vorbeigucken. Da seht ihr dann das Ergebnis. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss.